Welcher ist denn für Sie jetzt der wichtigste nächste Schritt in Richtung Energiewende? Erster Punkt, ich habe es erwähnt, wir müssen die Genehmigungsverfahren radikal verkürzen, sonst werden wir die Ziele nicht schaffen. Der zweite Punkt ist, kurzfristig müssen wir nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Verbraucher die Strompreise, die Energiekosten in den Griff kriegen. A, Abschaffung EEG, B, eine Veränderung der Mehrwertsteuer, Besteuerung von Energie, Futter nur mit 7% Mehrwertsteuer besteuert wird, aber Energie mit 19, da passt irgendwas nicht. Das kann man relativ einfach machen. Man kann auch an der Energiesteuer theoretisch drehen. Und last but not least erwarte ich von der Politik Ehrlichkeit und Authentizität bezüglich des Konflikts Natur- und Klimaschutz, dass sich das irgendwie lösen muss. Wir können nicht so tun, als wäre alles, Herr Steiner, Sie haben es Wohlfühl, Atmosphäre genannt, als wäre alles irgendwie so kuschelig machbar. Das wird nicht der Fall sein, vor allem nicht in einer Wirtschaft, einer Industrie, die sich auf dem Markt behaupten muss. Sonst werden wir verlieren. Frau Günther, wie sehen Sie das? Ja, ich aus Sicht der Wissenschaft finde ich, ist kurzfristig jedenfalls die Entwicklung effizienter Speichermedien wichtig, um diese fluktuierenden Energieträger damit einen hohen Prozentsatz auch ins Stromnetz zu integrieren. Wenn ich noch einen Schritt darf, ich wünsche mir, dass wir uns nicht nur so stark auf die Stromerzeugung fokussieren, sondern auch mitdenken, die anderen Sektoren, Bau, Verkehr und wie ich schon gesagt habe, neuartige Mobilitätskonzepte, nicht nur auf eine Technologie, wie Herr Streibel auch sagte. Also Strom ist ganz wichtig, aber die anderen Dinge nicht mit vergessen, weil wenn man CO2 einsparen möchte, dann ist das auch ganz wichtig. Und Herr Streibel, Ihr wichtigster nächster Schritt? Eigentlich als Grundschritt wäre der wichtigste Schritt vorab erstmal, dass wir als Gesellschaft uns klar werden, welchen Preis wir zahlen wollen. Weil ohne den wird es nicht gehen. Und dann ist im Grunde, wie es der Herr Lutz schon gesagt hat, wir brauchen schlankere Genehmigungsstrukturen, weil die Zeit drängt. Und das andere, der Konflikt Klimaschutz, Umweltschutz, der muss gelöst werden. Also und da muss man klar sagen, wo liegt die Priorität. Und ich würde sagen, beim Klimaschutz, denn das ist die Grundvoraussetzung. Also wenn wir immer mehr also Klimaschäden haben, dann ist die Umwelt auch kaputt. Und von daher muss man hier also die Priorität darauf setzen. Aber das muss sich die Gesellschaft dann eingestehen. Und dann muss man auch wissen, welcher Preis gezahlt werden muss. Und ja, muss man von der Politik ehrlich und offen umgehen und sagen, das ist der Preis, der jetzt gezahlt wird. Dann kann man sich auch als Gesellschaft dafür entscheiden, dass man diesen Preis gerne zahlt.